Vier Tage, die niemand vergessen wird. Wir ermöglichen das Abenteuer ihres Lebens für Laura, Jessica und Michelle. Ich bin ein Seehund. Au, au, au. Eine solche Reise war für alle drei schon lange nicht mehr vorstellbar. Perfekt. Mama, wann waren wir zuletzt im Urlaub? Oh Gott, muss ich gleich überlegen, das ist schon etliche Jahre her. Scheiße, keine Ahnung. Wir entscheiden uns, mit dem Minibus nach Holland zu fahren. Lockere Menschen, wenig Sprachbarrieren und mit dem beruhigenden Meer. Jetzt ist aber die. Können wir jetzt ficken gehen? Für das Team wird die Reise eine Nervenprobe. Hallo, kommt ja auch was gegen Scheidenpilz? Unser gesamtes Team ist auf einmal nicht mehr nur stiller Beobachter, sondern erlebt den aufregendsten Dreh seines Lebens, inklusive Tourette-bedingter Spitznamen. Reporterin Birgit, von Michelles Tourette-Syndrom liebevoll Blondie getauft. Blondie? Ja? Nix. Kameramann Uli heißt bei Michelle Jesus. Hat Jesus so ein Stirnband gehabt? Jesus ist erschienen. Und Redakteur Marco. Der Marco ist der Depp, der uns fährt. Hallo Marco. Wenn wir mal irgendwo rausfahren können. Doch von vorne. Schon seit 3 Jahren begleiten wir Michelle. Damals ist das Tourette-Syndrom, also die Kombination aus verbalen und motorischen Ticks, noch ganz frisch. Trotz der Krankheit schafft es die heute 24-Jährige, ihren Job als tiermedizinische Fachangestellte auszuüben. Dabei leidet Michelle sogar auch noch unter einer dissoziativen Bewegungsstörung, was dazu führt, dass ihre Ticks oft auch in komplexere Handlungen übergehen oder zu Krampfanfällen führen. Dadurch, dass das Tourette-Syndrom meistens nicht allein als Krankheit dasteht, sondern verschiedene Begleiterkrankungen, wie den Fick-Virus. Nein, den hat's nicht. Dass es verschiedene Begleiterkrankungen hat, wie zum Beispiel, es kann sein, dass man Depressionen hat, ADHS, Zwangsstörungen. Und bei mir ist es halt eben so, dass ich auch ich habe auch Zwänge und halt eben diese dissoziative Bewegungsstörung. Deshalb sehen Michelles Vorbereitungen für den Roadtrip ihres Lebens natürlich etwas anders aus als bei gesunden Urlaubern. Wir begleiten sie und ihre Mutter Claudia für letzte Besorgungen in eine Drogerie. Auch hier zeigt sich schon Hans-Jörg, wie Michelle ihr Tourette-Syndrom getauft hat. Ha, wir fressen jetzt das Kind. Du bist heute besonders hässlich. Ja. Wir können noch ein Grablicht mitnehmen, falls einer stirbt. Hier haben wir alles bis auf Pappbecher. Pappbecher muss ich noch schauen, weil ich halt Gläser zerschlag und je mehr unkaputtbare Dinge sind, einfach besser. Ja, mal gucken. Soundcheck. Oh, Teller, ich bieg da ab. Alles, was leer ist an Glas, wird zerschlagen. Sie muss aber hier weg, weil hier ist alles mit Glas. Es ist dann einfach sehr gefährlich, drum hole jetzt ich alles einfach raus und nehme einfach jetzt die Pappbecher mit. Doch auch Pappbecher sind nicht immer sicher vor Hans-Jörg. Hallo. Blondie. Banane hier. Blondie. Michelles Ticks haben sich seit ihrer Tourette-Diagnose vor 4 Jahren immer wieder verändert und gehen oft in ihre dissoziative Bewegungsstörung, eine zusätzliche psychische Erkrankung, über. Die Handlungsabläufe sind deshalb oft sehr komplex. Außerdem ruft sie nicht nur einzelne Wörter, sondern oft auch ganze Sätze und sogar Reime. Klassische Medikamente gegen die Krankheit gibt es nicht, doch etwas anderes lindert zumindest das akute Leiden. Also das ist medizinisches Cannabis. Das rauche ich normalerweise als Joint und in seltenen Fällen, wenn ich jetzt auf Reisen gehe oder so, dann mache ich da einfach zur Sicherheit ein paar Kekse draus. Wenn ich einen Joint rauche, dann wirkt das halt sofort, also innerhalb von ein paar Minuten. Und die Wirkung lässt auch gleich wieder nach, dann so schnell wie es kam. Und wenn man Kekse isst, da setzt dann das erst so nach 1 bis 1,5 Stunden ein und hält aber halt länger an. Kamera will einen Apfel. Wie es ohne Cannabis läuft, sehen wir, als Michelle plötzlich anfängt, die Küche auseinanderzunehmen. Gerade als Mutter Claudia anfangen will, eine neue Ladung Brownies zu backen. Plastiksachen, Und natürlich kriegt auch unser Kamerateam schon einiges ab. Guck mal, du hast ja nicht die Optimum. Sie hat den abgekriegt und sie stellt ihn da ab.
Schlecht. Ja, alles klar. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Holland-Trip. Kamera aus, du Wichser! Während Mutter die Brownies in den Ofen schiebt, versuchen wir, Michelle zu interviewen. Doch selbst das gestaltet sich als schwer. Denn ständig bekommt Michelle im Wohnzimmer neue Ticks, wobei diese hier noch relativ harmlos sind. Ja, am meisten stören mich so ein bisschen rassistische Ticks, wenn man halt dann in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Da hat natürlich nicht jeder Verständnis dafür und manchmal fällt es halt auch. Hey. Soundcheck, Soundcheck. Manchmal fällt es auch einfach ein bisschen schwer, das zu erklären. Wenn man so viele Ticks hat und selber gar nicht wirklich zu Wort kommt, dann ist es immer ein bisschen schwierig und das ist schon anstrengend. Applaus, Applaus. Halt die Fresse. Neben den Beleidigungen fordert Michelle auch oft ihr Gegenüber zu Handlungen auf. Wird der kurze Impuls eines Ticks nicht richtig ausgeführt, geht er in Michelles dissoziative Bewegungsstörung über. Oft ist das nur schwer voneinander zu unterscheiden. So muss Reporterin Birgit ihren Schuh ausziehen, weil Michelles Krankheit namens Hans-Jörg genau das eben gerade will. Und erst wenn die Aktion abgeschlossen ist, gibt Hans-Jörg wieder Ruhe. Oder eben, wenn Michelle ihre ganz besondere Medizin bekommt. Michelle, jetzt holen wir mal unsere Brownies raus. Mit der Mutter Cannabis-Brownies backen, für viele eine skurrile Situation. Für beide aber eine wichtige Vorkehrung gegen dissoziative Krampfanfälle. Jetzt mit Cannabis ist natürlich die ganze Sache besser geworden. Und das hoffe ich natürlich auch, dass sie einfach krampffrei einfach durch diese Tage geht. Die Krämpfe werden in Holland allerdings ihr kleinstes Problem sein. Viel, viel Spaß wünsche ich dir. Tschüss. Also, ciao. Tschüss, servus, mach's gut. Ciao. Doch erstmal starten wir unsere Reise mit Michelle auf der Rückbank in Richtung Mittelfranken zu ihrer Freundin Laura. Die beiden sind seit 2 Jahren befreundet. Auch Laura hat das unheilbare Tourette-Syndrom. Bei der 19-Jährigen äußert sich das aber völlig anders als bei Michelle. Ihre Ticks führen dazu, dass sie ihren Kopf in den Nacken wirft, Hände zur Faust ballt oder verkrampft, sich ans Knie schlägt, räuspert oder gurt. Hast du es jetzt, Herr Tourette? Ja. Also ich würde zwar nicht sagen, dass ich unter den Ticks leiden tue, aber man hat doch durch diese Bewegungen doch mal den einen oder anderen Schmerz, wo man auch manchmal Schmerztabletten einfach nehmen muss, was ohne manchmal gar nicht geht. Ich habe zum Beispiel auch Arthrose in den Fingern oder lass mir Prodox spritzen in den Rücken und den Nacken. Und als wäre das nicht schon genug, wurde bei Laura auch noch Epilepsie diagnostiziert. Die Anfälle schränken sie extrem ein. Auch deshalb muss sie regelmäßig Medikamente nehmen. Ja, das sind meine ganzen Tabletten. Ich muss tatsächlich 11 Stück am Tag nehmen. Und das eine ist für den Magenschutz, das andere ist für die Epilepsie. Dann habe ich welche fürs Tourette, dann auch, weil mein Puls im Ruhezustand zu schnell ist. Genau, dann habe ich noch welche für meine chronischen Schmerzen. Und so kommst du dann eben auf 11 Tabletten am Tag. Doch trotz der vielen Tabletten ist die Krankheit nicht heilbar. Und gegen Tourette gibt es nicht einmal ein Medikament. Trotzdem freut sich Laura auf die Reise mit unserem Tourbus und auf Freundin Michelle. Doch als die mit Reporterin Birgit ankommt, hat ihr Tourette erstmal ganz andere Pläne. Hallo. Hallo. Knopf, Knopf, Knopf. Na, alles Hallo. Gut? Hi, Michelle, hi. Guten Morgen. Es kann losgehen, oder? Ja, kann es losgehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Doch zu früh gefreut, denn Hans-Jörg war noch nicht fertig mit der Tonne. Oh weh. Viel Spaß beim Einräumen, Mama. Danke. Viel Spaß, melde dich mal. Danke, mach ich. Dann geht es auf die nächste Etappe, um noch eine dritte Tourette-Erkrankte abzuholen. Doch schon die Platzierung im Tourbus muss genau durchdacht sein. Denn Laura wird hinten übel. Und wenn es zu laut wird, kann das epileptische Anfälle auslösen. Wir sind vier lustige Wanders, Leute. Also ab auf die Mittelbank, bloß nicht direkt neben Michelle. Denn die drückt ständig auf alle Knöpfe, greift nach allem, was ihr in die Quere kommt und will ständig Türen und Fenster öffnen. Der Platz weiter vorne wäre also lebensgefährlich für sie. Und so nimmt Reporterin Birgit hinten Platz, um Michelles Ticks auf sich zu lenken und weg von Laura und unserem Kamerateam. Achtung! Das klappt leider nicht immer. Das Problem, wenn man den Tick versucht zu verhindern, macht man es oft schlimmer. Und auch gut, wenn man Soundcheck Tourette hat, sozusagen, sei mal leise. Ja, Fotze!
Deshalb lässt unsere Reporterin Birgit wirklich alles über sich ergehen. Nase kratzen, anfassen, Mittelfinger und wieder von vorne. Entspannungsfaktor gleich null. Und manchmal kann es sogar wehtun. Hoppla! Oh, Scheiße! Geht's dir gut? Das ist ein OP, du musst den einfüllen. Aber auch die anderen Crewmitglieder kommen nicht zur Ruhe und werden von Michelle mit neuen Spitznamen ausgestattet. Jesus ist erschienen. Lotti ist blöd. Hallo Marco. Der Marco ist der Depp, der uns fahren will. Selten war eine Autofahrt weniger langweilig. Unser nächster Stopp ist in der Nähe von Schweinfurt. Dort holen wir die Dritte im Bunde ab. Hier in Unterfranken lebt und arbeitet Jessica. Sie leidet ebenfalls neben ihrem Tourette-Syndrom namens Holger an Begleiterkrankungen, unter anderem Angst- und Zwangsstörungen, weshalb wir sie nicht in ihrer Wohnung, sondern nur draußen treffen können. An gewissen Stellen macht es schon ein bisschen einsam, weil manche Leute am Anfang damit nicht so klar gekommen sind. Aber das sind dann auch eigentlich keine wahren Freunde, wenn sie sich dann von ihr abwenden. Jessica macht eine Ausbildung zur Köchin. Bestimmte Ticks belasten sie da mehr als andere. Am meisten nervt es mich halt eher so mit den Eiern und sowas, weil das sind ja auch Lebensmittel, wo kaputt gehen. Und das kostet ja auch alles Geld. Und das hat mich wirklich am meisten gestört, auch so mit Gläsern. Das war nicht so schön. Nun ist Jessica im dritten Lehrjahr. Um die Stelle zu bekommen, musste sie etwa 40 Bewerbungen schreiben und 200 Kilometer weit weg von ihrer Familie ziehen. Wir begleiten sie zu ihrem Ausbildungsbetrieb, wo sie uns über die Tücken des Arbeitsalltags mit ihrer Krankheit aufklärt, deren Ursache übrigens noch nicht eindeutig geklärt ist. Also ich habe schon mal in die Fritteuse zum Beispiel gelangt. Weil ich habe die ganze Zeit gemeint, ja, ich lang in die Fritteuse. Und dann habe ich es dann wirklich auch gemacht, schlussendlich. So hin und wieder mal verbrannt. Oder ich hatte im November 2018 habe ich Wild ausgebeint und bin mit dem Messer irgendwie, hatte das Messer in der Hand und habe es mir dann durch die Hand gestochen. Das war so das Allerschlimmste eigentlich. Von Jessicas Ticks bekommen wir noch nicht viel mit. Sie ist relativ ruhig. Aber wird das in Amsterdam so bleiben? Ähnlich wie Michelle macht auch sie Geschirr kaputt, verletzt sich unter anderem deswegen oft selbst. Bei der Arbeit in einem Hotelrestaurant lauern die Gefahren also täglich überall. Ihre Zukunftspläne fallen deshalb bescheiden aus. Also mein größter Wunsch ist erstmal meine Ausbildung zu schaffen und dann würde ich gern irgendwann mal mich selbstständig machen, wenn das möglich wäre, oder erstmal einen Betrieb finden, wo mich nimmt, weil das wird auch, glaube ich, relativ interessant werden. Außerdem hat auch Jessica die sogenannte Coprolalie, die Art von Verbaltics, bei denen man Dinge ruft, die häufig schockieren und beleidigen. Nur etwa 20% aller Touretter sind davon betroffen. Auch wenn dieses Merkmal häufig und irrtümlich als typisch für das Tourette-Syndrom angesehen wird. Ich kenne also keinen, wo das dann auch. Ich muss damit irgendwie leben. So. Ich ging ja nicht mehr weg. Heute trifft Jessica das erste Mal auf Laura und Michelle. Ich bin die Laura. Hi. Jessica. Hi. Hallo. Und prompt zeigt auch Michelles Krankheit namens Hans-Jörg gleich mal einiges aus ihrem Repertoire. Die beiden Tourette-Syndrome Hans-Jörg und Holger verstehen sich offenbar prächtig. Dankeschön. Der Grund, warum alle Mädchen ihren Ticks Namen geben, ist übrigens, dass sie sich damit besser von ihren Symptomen und der Krankheit distanzieren können. Doch es gibt noch viele weitere Gemeinsamkeiten. Also ich ziehe zum Beispiel meine Kollegen immer gerne mal aus. Das mache ich auch. Also hast du das dann auch so mit Aufforderungen, ja, und die müssen das befolgen? Ja, die müssen zum Beispiel. Dann kennst du das. Die müssen, ja, zum Beispiel ein Ei fangen oder sowas. Ja. Wenn es nicht funktioniert, dann kriegst du es gegen den Kopf. Da vorne ist der Depp, der uns fährt. Ja. Hallo Marco. Ja, das war jetzt gut, komm. Damit sich Jessica und Michelle auf diese Art nicht zu sehr gegenseitig anstacheln, sitzen sie nicht direkt nebeneinander. Man spricht dann nämlich von Triggern. Ja, also Triggern ist quasi, wenn man irgendwas sieht, zum Beispiel wenn der eine Tourette anfängt zu ticken und der andere tickt dann quasi den gleichen Tick hinterher, oder wenn man irgendwas sieht und man hat dann irgendwie so das, wie soll man sagen, das Gefühl, man muss das jetzt ja wie die zwei Mädels schmeißen oder so, das ist Trigger. Ein großer Trigger ist für viele Touretter übrigens die Polizei. Polizei! Ihr Leben ist vorbei, wählen Sie die 112. Wir müssen ausmachen, weil die Polizei ist da. Okay. Ha! Bullenschweine! Bist du auch eine von denen? Nee. Bullenschweine!
Hallo! Ja, wir haben wir stehen halt ausgerechnet im Stau, ja, direkt neben dem Polizeiauto. Bullenschweine. Habt ihr mal persönlich was gegen Polizei? Nein, eigentlich nicht. Nein. So. Bullen! Laura, bei dir ist easy, oder? Ja. Ah, gut. Sehr gut, wenigstens. Ja. Hallo! Wir haben eine Bombe dabei! Und Koks! Und Kondome! Tschüss! Trotz solch brenzliger Situation, niemand im Bus verliert seinen Humor. Ich bin das. Muss ich hier auch machen. Das sind zwischendurch einfach mal auch die entspannten Reisebilder dann. Entspannt ist nur Markus' Penis. Ohne Humor ist die Dauerbeschallung wohl wirklich nicht auszuhalten. Und trotzdem kommt unsere Reporterin ins Schwitzen. Ich lach jetzt, ne? Weil irgendwie es ist halt schon irgendwie lustig, ne? Ist das okay für euch? Ja, klar. Na, hallo! Wenn ich lach und wenn die anderen lachen, ist es okay für dich? Ja, also ich finde, es ist, wenn man mit uns lacht, einfach, ja, man ist muss es mit Humor anderes, nehmen. Ja. Genau, es ist genau, was anderes, als wenn man mit uns lacht, ja, halt uns nicht auslachen. Aber ansonsten ist es völlig in Ordnung, weil wenn man Tourette nicht mit Humor nimmt, dann funktioniert es nicht. Ja. Ja. Hallo, Maike. Hallo. Hallo, Marco. Hallo. Der Marco ist der Depp, der uns fährt. Applaus, Applaus für Fett. Du bist das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Beleidigungen, bei denen man sonst wohl empört wäre, muss man auf dieser Tour einfach mal ertragen können. Geht's dir gut? Ja, mir ist ein bisschen warm. Weil ein bisschen kommt man echt ins Schwitzen, wenn die ganze Zeit an einem rumgezerrt wird. Ja, das würdest du 8 Stunden jeden Tag haben. Du bist eh noch nicht richtig schon anstrengend. Anstrengend. Denn man weiß ja nie, was als nächstes passiert. Und es ist ununterbrochen etwas los. Vor allem für Laura stellt das eine Belastung dar. Deshalb sind viele Pausen angesagt, damit Laura auch mal ein bisschen Ruhe hat. Denn Hans-Jörg und Holger machen keine Pause. Nein, 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 kein Blinker, du Hurensohn! Also, wir sind jetzt mal kurz rausgegangen und setzen uns hier ein bisschen hin, weil dadurch, dass Laura ja auch noch Epilepsie hat und wir beide halt ziemlich laut sind und das Tourette ziemlich viel miteinander interagiert, ist halt die Lautstärke einfach, ja, manchmal nicht einzudämmen und wir haben jetzt ein bisschen Pause gelassen und ticken uns hier draußen ein bisschen aus. Kreuz, Kruzifix! Hallo! Kamera aus, du Wichser! Nach einem Beruhigungsjoint für Michelle und einem Fahrer- und Platzwechsel geht es weiter. Blondie? Ja? Nix. Passiert. Fünf Stunden später kommen wir in Holland an. Es dämmert mittlerweile. Und uns dämmert langsam, was auf uns zukommen wird. Hat er den Sprengstoff geladen? Aus! Ausgezogen. Ja, okay. Denn schon vor dem Check-in weiß wohl jeder im Hotel, dass wir angekommen sind. Wir haben Sprengstoff dabei! Und Kokain! Ja, nee, haben wir nicht. Hallo! Während die Reisegruppe im Hotel angemeldet wird, meldet sich Michels Krankheit Hans-Jörg, indem er unserem Kameramann im Minutentakt die Hose auszieht. So, Moment, ich muss kurz meine Hosen wieder halten. Kruzifix Blondie ist weg. Und schon stürmt Hans-Jörg Richtung Hotel. Michelle ist sich in solchen Momenten bewusst, was sie tut, aber machtlos dagegen. Ihre Krankheit übernimmt die Kontrolle. Michelle? Michelle? Für Außenstehende ist nicht immer gleich ersichtlich, ob Michelle aus freien Stücken handelt oder ferngesteuert ist. Blondie kann gar nicht schreien. An der Hotelrezeption wird uns aber schnell klar, dass Hans-Jörg im Spiel ist. Hallo! Hallo! Ein normaler Check-in geht anders. Doch der holländische Rezeptionist bleibt überraschend gelassen. Dann doch nicht. Oh, please, please, don't do that. Hallo! Hallo!
Den Aufzug zum dritten Stock ignorieren wir lieber und nehmen die Treppe. Denn Jessica und Michelle hätten sonst wohl alle Knöpfe im Lift gedrückt, inklusive den Notruf. Hallo! Aber auch so ist das Ankommen laut genug. Hallo, bitte ein bisschen leiser ficken. Make-up heute. Okay, hier. Bevor die Mädchen ihre Zimmer beziehen können, muss Birgit diese erstmal Tourette-sicher machen. Das heißt, vor allem leeres Geschirr weg und alles, was eine Verletzungsgefahr darstellt, triggert oder gefährlich werden kann. Aschenbecher. Wir denken sogar an den Aschenbecher am Balkon, übersehen dort aber ein Detail, das gleich zu einem großen Schreckmoment führen wird. Okay. Dann steuert Michelle den Balkon an, um dort einen Joint zur Beruhigung zu rauchen. Die vielen neuen Eindrücke triggern sie enorm. Hallo! Wie fühlst du dich jetzt? Schön, weil wir sind endlich angekommen und es ist eine mega Aussicht. Jetzt geht die Reise erst richtig los. Während Laura in aller Ruhe ihr Zimmer beziehen kann, sind Jessica und Michelle noch total aufgekratzt. Und das aus gutem Grund. Denn schlafen sie zu viel, ist auch ihr Tourette-Syndrom zu ausgeschlafen. Und Hans-Jörg und Holger sind aktuell eh noch in Höchstform. Drahtesel, Fotze! Bau schneller! Pisse! Wow, tickt jetzt so krass gerade. Weil es einfach was anderes ist und jetzt die lange Autofahrt und ganz neue Umgebung, neue Eindrücke, viele Eindrücke. Deswegen glaube ich, dass die Ticks einfach ziemlich hochfrequent sind. Aus diesem Grund wollen wir die Mädchen eigentlich erstmal zur Ruhe kommen lassen. Doch gerade als wir noch kurz das Bad Tourette sicher machen, eskaliert die Situation auf dem Balkon. Was war das? Ja, Schalter. Jetzt kommt gleich der Hoteldirektor und schmeißt es raus. Jessica und Michelle haben sich derart hochgetriggert, dass sie die Glasplatte des Balkontischs vom dritten Stock über die Brüstung geworfen haben. Gott sei Dank stand da am Himmel keiner. Ja, allerdings. Ein erster Vorgeschmack, was uns mit den Mädchen im Urlaub in Holland noch alles bevorstehen wird. Wir begleiten die jungen Frauen weiter auf ihrer Tour de Tourette.